Franz Krug, Manfred Meersdonk und ihre Maschinen. 470 PS. Sie fahren Terminfracht in die entlegensten Gegenden. Auf sie ist Verlass. Guten Morgen. Oh, moin. Und wie hast du geschlafen? Ah, das ist okay. Das ist besser als in den Mercedes, da kann ich schon sagen. Aber das ist keine Offenbarung. Ne? Du hörst durch das Ding, das Gezwitscher hier, den Flusslauf, du hörst einfach die ganze Nacht alles. Aber wem sag ich das? Du hast ja auch in der Ding geschlafen. Ja, war aber besser als im Benz, oder sagst du schon mal? Na gut, Was ist denn, Moment, bevor wir hier losfahren. Du hast doch hier die Kaffeemaschine im Griff, oder? Sollen wir nicht erstmal einen Kaffee trinken? Boah, das wäre ein Plan, ey, wartens, ich mach mal einen Kaffee. Gehen wir hier mal in die Küche, ne? Oh, erstmal hier Käffchen, du. Aber wir brauchen hier draußen nochmal eine Sitzgelegenheit, da kann nicht schön. Aber da müsste. Krug? Hört sich schon gut an am frühen Morgen, ne? Da ist man einfach direkt besser gelaunt. Oh. So, wolltest du aber rein haben, Milch, Zucker oder was? Ein Schuss vielleicht. Ein kleines Schüsschen, ja, gut. Hast du deinen Kaffee? Bitteschön. Oh, ich danke dir, ne? Ich mach mir auch noch einen noch. Finger weg und ab damit, ne? Frische Bohnenkrug, das ist ein wunderbarer Kaffee. Am frühen Morgen. Oh. So ist aber schon schön hier. Man schon sagen, dass das nicht schlecht aussieht. Nee, das hätte mich schlecht erwischen können. Gut, dass ich bei den Hirschfeldern gefangen habe. Hat geht doch nichts über ein Tässchen Kaffee am Morgen, du. Ja, das macht einem direkt das Leben besser. Das ist auf jeden ich Fall sag super, dir. Dass die Maschine hier ist. Allein das Geräusch macht einem schon Spaß, ne? Ja, sehe ich schon, das. So. Hören Sie, jetzt gucken wir uns erstmal an, was der Dübel hier aufgefahren hat. Jede Menge, du. Guckt dir an, mein Bagger ist angereist und noch ein LKW. Und aber das ist eine typische Baustelle, du. Da steht alle drin und keiner ist am Arbeiten. Und guck mal, ob die Uhr, du. Ist doch eigentlich langsam Zeit. Ich glaube, der hat wahrscheinlich auch noch einiges hier zu tun bei die hier bei dem Bombenfund, ne? Da wird er doch wohl auch arbeiten müssen, oder? Lass uns mal hinterher gehen. Aber pass auf, der Trafokasten, der steht schon da. Guckens, der hat halt an hier. Zerbrochen. Die Liner. Also einen haben wir auch, aber wir haben ja nur den kleinen, ne? Einen schönen. Angst gefällt mir richtig. Das ist auch ein schöner Volvo, den ihr hier habt, da. Ja, die Streifen vorne dran, die müssten jetzt nicht unbedingt sein, aber das ist schon ein Staatsgerät. Schön mit der Agrarreifen drauf, da kommt auch überall durch in der Baustelle. Schon okay, der Waren. Lobtrotter. Pass auf. Ich hab hier was gesehen. Was hast du denn gesehen? Komm mal, komm uns rum hier. Sicherheitshinweise direkt am Nummernschild. Bitte nicht am Lack lecken. Das ist gut. Vielleicht ist der frisch lackiert, man weiß es ja nicht. Schon noch ziemlich aus, ne? So noch kennen. Was eigentlich für ein Tier hier mit die Flügel dran? Ist das ein Pferd oder ein Stier oder?
Das ist ein Pferdestier, zwei Horn mit Flügeln dran. Zweihörniger Pferdestier mit Flügeln, alles klar. Ja, das ging fast wie so ein Film von Till Schweiger. So. Dann wäre aber der Einhornstier dann in dem Fall. Ja, vielleicht auch ein Dreistirnpferd. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht so auf. Du. Kennst du nicht das Dreistirn oder was? Dreistirn, doch klar kenne ich das. Doch vom Niederrhein, genau wie du auch. Doch, hören's. Jetzt gucken wir mal. Der Wald hat doch gesagt, der hat was für uns zu tun. Der Wald, ja. Rennen über. Hallo, lieber Wald. Ach, der Wald. Ach so, ja, ich verstehe das. Wald, ich meine, der reine Wald, du weißt doch, die, der mit seinem dicken Fendt hier. Ist der reine Wald der Bruder vom Regenwald oder was? Das ist mir völlig egal. Mit dir ist das Reden sowieso heute Morgen. Du, deine Maschine fährt, glaube ich, auch erst über Dach hoch, oder? Ja, sieh schon, du weißt, unterm 10. Kaffee geht nix. Nee. Weiß aber nicht. Kannst du mir mal sagen, was der hier mit dem Bagger will? Der soll uns eine Halle dahin bauen und nichts ausbaggern. Ja gut, aber der muss ja das Fundament auch in der Erde verankern. Aber guck doch mal hier, da brauchst du dann nicht mehr Fundamente machen. Das Ding ist doch hier, der Platz ist doch komplett Unterboden, was auch immer. Ja, aber soll der das Ding an Boden fest dübeln oder was? Der heißt doch Dübel, da wird er doch wohl ein bisschen dübeln können. Vielleicht sollte er mal den Typ vom Hafen heiraten. Dann wäre der Fischer Dübel, verstehst du? Das wäre mal ein cooler Doppelname. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber das wäre schon eine dufte Sache. Hat der Wald denn irgendwas gesagt, wo wir hin müssen oder was? Da sagst du was. Der hat überhaupt nichts gesagt. Der hat doch gesagt, der wollte anrufen, wenn der fertig ist, glaube ich, oder? Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben. Stimmt. Aber hat der hat mir doch auch eine Karte hinterlassen, oder? Also ich guck mal, ich hab das in mein Handy gepackt, ne? Guck mal in dein Handy rein und dann. Guckte. Das geht aber nicht so schnell. Ich kenne mich mit dem neumünchen Kram nicht aus. Eigentlich bräuchten wir hier eine IT-Abteilung. Na jo, das beläuft sich ja bloß auf dem Mobiltelefon. Ne? Also, wir machen das so. Ich rufe den jetzt mal an. Soll ich auf laut machen? Ja, ist die Frage. Ne? Am besten machst du das laut, dass ich auch was höre. Ich mach das laut, da können wir zusammen mit denen reden. Muss auch ob das Symbol drücken zum Anrufen, ne? Drück doch da drauf, das bimmelt doch schon. Wald, schönen guten Tag. Ja, pass auf, Wald, hier ist der Meerstonk. Ich hab hier auf laut gemacht, damit der Krug auch mithören kann, ne? Ja, moin. Pass auf, du hast doch gesagt, du hättest was für uns zu tun. Mit Richtig. Holz. Richtig, jetzt. Ich habe hier einen Anhänger voll Holz stehen, der weggebracht werden muss. Ja, das können wir, hat der Überlänge, musst du da einen Blinklicht-Schwertransport-Begleitwagen dazu haben? Nein, der hat keine Überlänge. Ist halt nur ein bisschen Gewicht drauf. Pass auf, dann bringe ich aber trotzdem den Krug mit, weil der muss mir da ein bisschen was erklären, wie damit die... dem Gewicht ist, der ist einfach der pfiffige Typ, der weiß, wie das alles geht. Da muss ich noch alles lernen. Dann kommen wir zu zweit, aber du musst mir noch sagen, wo muss ich denn hin? Einmal zum Forstbetrieb. Das ist unten bei Feld 12, Feld 15. Gott, den muss ich die Karte aufklappen. Pass auf. Krug, kannst du mal die Karte lesen? Ja, ich sehe das. Was hat der gesagt? 12 und 15 oder was? Lass uns hier auf die Karte gucken.
mal, da müssen wir einfach hier raus, ob die Straße links, dann rechts runter und dann einfach nur geradeaus. Ob die Straße raus, links, weit? Ja, hier auch direkt an der Straße raus, dann hier den Serpentinenpass runter, rechts an der D-Kreuzung, über die Bridge drüber und dann sind wir quasi schon da. Ist das korrekt? Bald. Ich würde sagen, ja. Gut, dann kann es sich nur noch um Tare handeln, dann sind wir bei dir. Ja, dann bis in der Woche, ne? Alles klar. Bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. So. Karte wieder weglegen hier. Wolltest du fahren oder soll ich fahren? Mister de Jahr. Du fährst. Heute fährst du. Welches Moped nehmen wir denn jetzt mit? Den müssen wir nehmen, sonst können wir nicht zu zweit einsteigen. Die anderen bei den anderen hat der Chef die Beifahrersitze rausgenommen. Da klemmt auch die Türe. Oh Mann. Kann ich mir mal hier das Ding angucken? Oh. Da rennst du, sitzt aber auch ein bisschen steif davor, geht dann nicht in den Rücken. Soll ich den abkuppeln noch oder was? Der ist doch ja nicht dran. Der ist ja nicht dran. Doch, der ist dran. Ich dachte, den hast du schon abgemacht. Mach's den mal ab. Abkuppeln, pass auf. Da war fest hier. Also, da muss ich nur hier die Kabel ziehen. So, eins, zwei. Und jetzt versuch. Ja, wunderbar. So, jetzt können wir los, denke ich. Denkst du mal, ja? So. Komm mal hier sehen, du bist doch hier der Erfahrene. Ich gebe mir Mühe, doch. Komm wieder, der erfahrene Fahrer. Trifft erfahren ganz andere Welten. Kommen wir da auf die Straße. Auf, ja, der Dübel. Das ist ein guter Kerl, der weiß schon Bescheid. Andere hätten vielleicht den LKW hier vor die Ausfahrt gestellt oder so. Aber der weiß Bescheid, wie das läuft. Links hast du gesagt. Genau, ich bin ja schon dabei. Ich habe doch schon den Blinker gesetzt. Du hörst du nicht? Klick, 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 klick. Ja, ich sehe das bei dir vorne auf die Anzeige, der Button da, der komische, der blinkt. Mal gespannt. Hier ist 30. Hier ist 30. Ich hatte nicht gesehen, wo hier 30 war. Der Tacho zeigt doch gerade nur ein bisschen über 30 an. Das Problem ist, wir brauchen hier ein bisschen Druck, den Berg hoch, weißt du das? Da musst du ein bisschen den Schwung mitnehmen. Ja, da hast du recht. Muss man auch sagen, wir sollen uns denn hier, hier ist ja keine Menschenseele. Eben, hier ist ja keine Schule oder was weiß ich was. Ich verstehe das auch nicht, warum da 30 ist. Warum haben die denn hier so einen Bordstein auf der Seite? Das ist vielleicht so ein Pilgerpfad. Pilgerpfad. Pilger mit dann auf der Straße mal gut. Dann werden die Pilger wohl keine Handys dabei haben, sonst würden die jedes Mal gegen die Schildlaternen hier laufen. Das ist gut. Sag mal, aber mit Last brauchen wir hier nicht hochfahren, ne? Das braucht man nicht probieren, deswegen sind wir immer unten rüber gefahren, über den Schotterweg, verstehst du das? Das ist auch die clevere Lösung gewesen, jetzt weiß ich auch, warum du das gemacht hast. Wehrt sich mir die ganze Schose. Junge, 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 na gut, dass wir das beste Pferd hier dabei haben. Geht da nichts über ein ordentliches Auto. Ah, der zieht das nicht schnell, aber der zieht das. Ausguck, kannst du hochklettern, kannst du gucken. Ui, da kommt aber die Sonne gut über das Tal, ne? Wenn du hier so über die Bergkamm fährst. Wenn's an, da haben wir noch so einen Blick hier auf die Burg da oben. Voll der Traum von der Aussicht her, du. Gesehen, dass da auch noch so eine Burg oben ist.
Achtung, hier die Betonblöcke fährst du dagegen, dann ist das Ding hier im Eimer. Können wir den direkt beim Händler stehen lassen? Ja, das wird schon, das passt. Da bin ich schon in Timbuktu über ganz engere Straßen gefahren. Timbuktu warst du schon? Ja, sicher das. Du hast gesagt, hier müssen rechts, habe ich gesagt. Aber hier ist ein Stoppschild. Ich meine, ich kann zwar nicht an jedem Stoppschild anhalten, aber da kommt gerade einer, der guckt. Sollten wir vielleicht mal kurz anhalten. Nicht, dass der das rüberzieht. Stimmt. Das stimmt. Waren schon ganz schön viele LKWs durch die Gegend, ne? Wollte das nicht eigentlich unser Job sein, hier das hier alles zu transportieren? Na gut, wir müssen ja mal gucken. Vielleicht können wir die ganzen LKWs ja so ein bisschen verdrängen. Verstehst du das? Gute Preise machen. Und du musst das. Hat jemand gesagt von Kennenlernpreise oder so? Nee, hat da jetzt nichts von gesagt. Aber wir müssen ja sowieso mal gucken. Vielleicht, wenn das hier zu brutal ist vom Gelände her, dann brauchen wir vielleicht auch so einen Traktor, ne? Wie der Wald das hat, weißt du? Ja, wollte ja Glas kaufen, hat dann Fendt gehabt. Hat er auf jeden Fall gesagt, ich kenne mich mit dem Ding nicht aus. Ich habe gehört, eigentlich sind die alle grün, die Traktoren. Manche sind auch Hirsche drauf. Wahrscheinlich will unser Chef so einen haben mit so einem Hirsch drauf. Meinst du wirklich? Die heißen John Deere. John Deere. Ist das so ein französischer Hersteller oder was? Ich denke, sonst wird der nicht Deere heißen, oder? Hier ist auf jeden Fall auch schon wieder Wald. Da steht ein Hirsch im Wald, gucken Sie dir das an. Wir werden die ganze Zeit verfolgt. Ist dir das aufgefallen? Ich kann hier nichts sehen von hinten. Kann mich mal umdrehen hier, aber auch da kann ich nicht viel sehen. Sehen nur die Sattelplatte hier. Hier über die Schulter gucken und weiter runter komme ich nicht, dass mein Rücken ein bisschen steif. Hauptsache du hast deinen Blick, wer verfolgt uns denn da? Das war gerade ein grünes Moped, da. Ein grünes Auto war hinter uns, aber jetzt ist es nicht mehr da. War das die grüne Auto von dem Händler vorne? Ich weiß es nicht. Der hatte doch so einen schönen Mercedes, hast du gesagt, wie hieß die Frau? Martina hieß sie, Martina. Das war die Frau, die das gemacht hat. So. Aber mein lieber Freund. Ja, ich glaube auch. Dann mach du mal heute. Ja, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut natürlich auch bei Mario vorbei und ganz wichtig, wenn euch das Projekt gefällt, Daumen nach oben, schreibt auch in die Kommentare, was euch vielleicht nicht gefällt, was euch gefällt. Ne? Nur dadurch können wir besser werden. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye. Ciao.